Moin und herzlich willkommen zum zweiten Seminar heute am 15. September. Wir freuen uns, dass Sie uns heute Nachmittag auch wieder die Zeit geben, unsere Produkte vorzustellen. Und wir haben heute ein ganz spezielles Thema, nämlich unseren Audioschalter. Und dass der gewitterfest ist und für Mischfrequenzen geeignet sind, das wird der Kollege Volker Daniels gleich weiter im Detail zeigen und erzählen. Und wir haben dort dementsprechend auch ganze, ja, für uns auch ganz spannende Themen deshalb, weil wir einiges an Videos zeigen und hoffen, dass die Technik uns so mitspielt, wie wir das sonst gewohnt sind. Also nochmal ein herzliches Willkommen auch an den Bildschirm und vielen Dank für die Zeit. Ich darf mich selber auch nochmal kurz vorstellen. Stefan Davids ist mein Name. Ich bin im Hause Döpke für die Verkaufsförderung verantwortlich und ja, begleite Sie jetzt auch in der nächsten halben Stunde mit durch das Programm. Jo, das war von meinem Part der erste und Volli, du übernimmst und wir sehen uns später wieder. Bis gleich. Bis gleich, Stefan. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe heute. Ich darf mich auch noch kurz vorstellen. Volker Daniels, mein Name, betreue hier im Unternehmen Döpke das Produktmarketing. Ja, und darf Sie heute mit auf die Reise nehmen mit unserem DFS Audio. Hier sehen Sie ihn schon. DFS Audio für den maximalen Klanggenuss. Ja, Stefan, ich darf dich jetzt schon wieder mit dazu holen. Du hattest ja schon angekündigt, wir machen das heute ein bisschen anders. Und ja, Stefan, dein Wort, bitte. Ja, Volli, Dankeschön. Gerade eben bei der Karte auch nochmal Grüße an die Vertretungen in den Regionen. Die Handelsvertretungen sind dann dort ja auch benannt. Und auch heute Nachmittag haben sich einige Mitarbeiter aus den Häusern bei uns angemeldet. Dafür auch nochmal vielen Dank. Ja, und diesen Audioschalter, den ich hier in der Hand habe, als wir mit dem Thema angefangen sind, und der Volker Daniels ist mit seiner Mannschaft ja auch schon wieder dabei für Frankfurt, für die Light Building, wo wir jetzt ja auch in Planung sind. Da hätten wir das vor anderthalb Jahren ja auch gerne gezeigt. Aber dieses Produkt, bin ich schon mal nachgefragt worden, ob es dazu dann mal eine Marktbeobachtung gegeben hat. Wie sind wir da in Ostfriesland denn überhaupt auf die Idee gekommen, und so ein Produkt zu entwickeln? Und im Laufe des Vortrages werden Sie einen Kollegen von uns kennenlernen, den Günther Grünebass. Günter Grünebass ist seit über 20 Jahren bei uns in der Entwicklung mit dabei, ist für die Normung und Zertifizierung mit dabei und leitet das ganzen Bereich. Ja, und er hat selber halt als jemand, der seit vielen Jahren auch Musik macht und selber auch eine schicke Anlage zu Hause hat, wo wir nachher auch noch mal ein paar Bilder zu sehen, ja, wirklich Spaß an Musik hören. Und das sorgte dann dafür, dass wir irgendwann mal hier im Hause einen Termin hatten, weil wir so einen Produktfindungskreis haben, so heißt es bei uns. Und aus dieser Veranstaltung heraus sind wir dann ja eigentlich mit einem verschiedenen Themen rausgelaufen. Und am Ende der Veranstaltung fragte Herr Grünebass dann, sagte dann, dass er für zu Hause halt nochmal ein RCD bräuchte. Daraufhin hat unser Geschäftsführer gesagt, pass auf, wir bauen die. Und diese Air-Visual-Schalter, wir haben welche am Lager, da musst du dir einen wegholen. Ja, sagt der Günther, der Kollege, Andreas, ist nett, dass du das sagst, ist mir auch klar, überraschenderweise. Aber am Ende des Tages brauche ich einen, den es so noch gar nicht gibt. Nämlich ein Audioschalter. Also da hat es keine Thematik gegeben, sondern der Kollege wollte selber sowas haben. Das wird nachher auch nochmal weiter vermittelt. Aber Volli, da warst du noch gar nicht mit bei uns im Unternehmen beschäftigt. Und so hat dieses Produkt keine Marktbeobachtung, sondern wir machen sowieso so viele verschiedene RCDs. Vielleicht kommt es auf diesen einen gar nicht mehr dann zusätzlich an. Und dann hat unser Geschäftsführer halt sehr schnell entschieden, dass, ja, das ist genau ein spannendes Thema. Sieht auch noch schick aus in diesem Lack. Wenn ich den hier ins Licht halte, fängt er auch noch an zu glänzen. Das ist ein interessantes Thema. Und das ist jetzt eigentlich schon fast 3 Jahre her, dass wir die ersten Gespräche zugeführt haben. Mittlerweile haben wir also auch Rückmeldungen aus der Kundschaft, die sowas verbaut haben. Und da haben wir nachher auch nochmal ein Video dazu, wo wir dann auch eine Rückmeldung aus der Kundschaft bekommen haben. Und ich hätte mir das selber persönlich auch alles nicht vorstellen können. Und der Günther Grünewas und ich, wir arbeiten ja seit vielen Jahren zusammen. Und er hat mich dann schon gebeten, Stefan, denk bitte dann nicht in Richtung Voodoo-Zauber irgendwas da vermittelt ist. Und das ist jetzt eigentlich so unsere Aufgabe, dass wir da doch so ein paar Informationen geben können, auch aus der Erfahrung, die wir mittlerweile haben, um dieses Produkt nicht nur zu zeigen, sondern auch ein bisschen zu erklären und wo da vielleicht die Punkte dabei sind.
Der Fragenchat, bisher vor dir haben wir alles soweit, ja, steht noch nichts. Ich bin mal gespannt, was da so im Laufe der nächsten halben Stunde noch an Rückmeldungen kommt. Aber das war nochmal so der Einleiter von meiner Seite, weil das konntest du nicht, oder kannst du natürlich auch erzählen, aber ich war damals live mit dabei und das war eigentlich so der Einstiegstrailer zu diesem Thema. Bis gleich. Sehr guter Stichpunkt, sehr gutes Stichwort, Einstiegstrailer. Wir wollen jetzt auch einmal starten, bevor ich dann gleich weitermache mit den Produktspezifikationen, wollen wir Ihnen einmal einen ganz kleinen 50-sekundigen Werbespot oder ja, Animationsspot über den Audio zeigen und ich würde mal sagen, in die Regie, Film ab und ja, bis gleich. So, perfekt. Jetzt sind wir alle auf Betriebstemperatur. Stimmung war da. Ich hoffe, das hat schon mal so ein bisschen das Thema eingeläutet. Ja, ich möchte Ihnen noch einmal eine Agenda präsentieren. Mit Sicherheit beste Klangqualität, Fehlerstromschutzschalter DFSF Audio. Da wollen wir so ein bisschen gleich erzählen, in welchen Ausführungen es den gibt. Den Klangschutz wollen wir erläutern. Warum ist der eingesetzt oder wird empfohlen einzusetzen für hochwertige Audioanlagen? Dann, wie Stefan angekündigt hat, das Interview mit Günter Grünebast, sehr spannend, weil, wie gesagt, die Geschichte dahinter ist natürlich meistens mit Menschen verbunden und Günter kann es, also wer kann es besser erklären als der, der die Idee hatte. Als fünften Punkt dann eine Kundenrezension, auch das ganz spannend. Wir haben die Möglichkeit gehabt, mit einem Anwender aus Bremen, der bereits unseren Schalter dann auch verbaut hat, mal ein Interview zu führen, der uns auch dann schon mal so ein bisschen als aus Sicht des Kunden gesagt hat, was so gut oder was gerade er für tolle Sachen an diesem Schalter empfunden hat oder in diesem Falle rausgehört hat. Ja, mit Sicherheit beste Klangqualität, kein Verzicht und das ist halt das Wesentliche dabei. Laut Rücksprachen und auch im Vorfeld, wie wir uns, Stefan und ich, uns vorbereitet haben auf dieses Online-Seminar ist, der Verzicht auf den Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern ist natürlich hochgefährlich. Und laut Herrn Günter Grünebast ist es tatsächlich so, dass audiophile Menschen, das heißt die wirklich sehr hochwertige Audioanlagen haben und dort wirklich, sag ich mal, Differenzen raushören können, setzen teilweise gar keine Fehlerstromschutzschalter ein, auch gar keine Sicherungen ein, um tatsächlich die Leitung mit Induktivitäten nicht zu belasten, um wirklich dann das Höchstmögliche aus der Musik rauszubekommen. Die Lösung dafür haben wir dann entwickelt, beziehungsweise hat Günter Grünebast dann ja als Idee herangetragen und die Lösung ist die Verwendung unseres Fehlerstromschutzschalters DFS Audio. Man hat so ein paar wesentliche Punkte, wo Günter Grünebast sehr viel Wert drauf gelegt hat, versilberte Anschlusskämmen und massive versilberte Stromleiter. Es ist hochreines, sauerstoffarmes Kupfer verbaut worden, es sind großflächige Schaltkontakte für eine sehr gute Kontaktgebung installiert worden. Und der ganze Schalter ist extrem niederimpedant aufgebaut und macht daher diese induktiven Anteile, die halt zu Klangverlusten führen können, dementsprechend unwirksam. Da nochmal zusammengefasst, da noch ein weiterer Punkt, also ein Durchsteckwandler, ausgeführter Summenstromwandler und die Konstruktion im gesamten Schalter sorgt dafür, dass halt keine bzw. kaum induktive Teile wirksam werden. Zu der Ausführung des Schalters, Sie sehen hier, das ist ein Typ F Fehlerstromschutzschalter. Auch da werden wir das ein oder andere Mal gefragt, warum ist es kein Typ A Fehlerstromschutzschalter Audio? Weil auch da hat es durch Hörproben tatsächlich von Herrn Grünebast und auch befreundeten Kollegen, die Herr Grünebast zum Testen eingeladen hat, tatsächlich auch herausgefunden, dass diese Anteile nicht nur bei 50 Hertz entstehen, sondern tatsächlich auch bei Mischfrequenzen abweichen von 50 Hertz. Und so war es dann in der Entwicklung, in der Voranschreitung für uns dann wichtig, dass es natürlich dann auch ein Typ F-Schalter wird. Es gibt den in 2- und in 4-polige Ausführung, das kommt auch gleich nochmal genau mit den Amperagen erklärt. Die 4-polige Ausführung ist auch, wie bekannt, in Neutralleiter links und rechts erhältlich.
und von den Anwendungsgebieten. Er schützt nicht nur die private Audioanlage, sondern natürlich auch Bestallungsanlagen im professionellen Bereich, wie zum Beispiel in Theatern, Kinos und Konzerthallen. Und wir haben diesen Schalter auch schon bei diversen Fernsehanstalten und Radioanstalten natürlich auch schon vorgestellt. Auch da findet der natürlich Anwendung. Hier sehen Sie nochmal, wir haben zwei Geräte davon. Das ist einmal die zweipolige Ausführung als 40 Ampere Bemessungsstrom, zweipolig und 30 mA, und einmal die vierpolige Variante 63 Ampere mit 30 mA. Ja, hier kommen wir jetzt schon so ein bisschen, ich habe den Namen jetzt in meinen ersten Worten schon 6-7 Mal benutzt, Stefan glaube ich auch schon 3 Mal. Ja, wir wollen das natürlich für Sie der Vollständigkeit halber auch in der Präsentation einmal hinterlegen. Bei uns natürlich auch gewohnt mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse, dass wenn im Anschluss tatsächlich auch mal Fragen an Herrn Günther Grünebast sind, gerne stellen. Schöne Grüße auch von Herrn Grünebast. Er hat gesagt, wenn wirklich Fragen sind, die auch ihn direkt betreffen, scheuen Sie sich nicht, auch diese Frage gerne an ihn direkt zu stellen. Überhaupt kein Problem. Deshalb einmal zur Vollständigkeit die Kontaktdaten. Ja, hier sind wir bereits bei Prototypen von Herrn Grünebast. Und ich glaube, Stefan, da sollten wir noch mal kurz wechseln. Ich glaube, da kannst du noch ein bisschen mehr zu erklären, weil du hast das ja so ein bisschen mitbetreut am Anfang mit den Prototypen. Ja, will ich gerne tun. Das ist schön, Sven, dass es wieder du uns so beide tauschen kannst und da ganz schnell mich dann mit reinholst. Ja, es ist so, dass das, was man dort sieht, nicht erschrecken, das sind wirklich dann die Arbeitsbedingungen, wo Herr Grünebast dann zu Hause das auch so ein bisschen natürlich getestet hat. Hintergrund sind seine Anlage. Und er kennt seine Anlage auch vom Klangvolumen her mit am besten, hat sich dann über einen langen, langen Zeitraum dementsprechend immer wieder auf seinen Stuhl gesetzt, an dem Produkt was geändert, wieder auf seinen Stuhl gesetzt und die Musik gehört. Er hatte nachher eigentlich so 10 verschiedene Musiktitel, die er dann wirklich auch immer wieder sich angehört hat und hat dann wirklich Nuancen vielleicht an den Schaltern geändert, wie das gerade beschrieben worden ist mit den Induktivitäten. Und ich habe hier halt auch so ein Klarsichtmuster mit dabei, so das Thema Anpressdruck, wenn Sie diese Bewegungen hier vielleicht sogar noch so ein bisschen sehen können, spielt das an der Stelle auch alles eine Rolle mit. Und das sorgt natürlich, wenn es dort Verluste gibt, dass an den Bauteilen der Anlage vielleicht die Spannung nicht so sauber ankommt, wie man sich das wünschen würde. Also alles, was an Kontaktierung mit dabei ist, und darum lassen sich auch solche Autophilen, die wirklich auch ein Gehör dafür haben, ja auch über die Sicherung als auch über Stecker andere Steckverbindungen reinsetzen. Also da ist man dementsprechend wirklich schon sehr, sehr klar bei besonderen Anforderungen auch aus der Kundschaft heraus. Und da sieht man, dass diese Thematik bei der Verteilung da sehr, sehr lang gedauert hat, weil er dann auch irgendwann auch nochmal wieder eigentlich was getestet hatte und dann eigentlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden war und dort eigentlich an der Stelle nicht so richtig weiterkam. Und ich habe das dann wirklich auch nochmal im Nachgang ein bisschen mitbegleitet und das ist also schon, diese Holztreppe, wo er nach oben läuft, da ist öfter mal rauf und runter gelaufen worden. Darum hat das Produkt, wir hatten es eigentlich schon mal angekündigt, hat dann auch noch länger gedauert, weil er immer am Ende des Tages, der Kollege Herr Grünebast, nicht mit dem Ergebnis zufrieden war. Und ich glaube, Volli, das hat er jetzt alles dann auch so ein bisschen in dem Interview, schildert er das nochmal, weil du hast es so schön gesagt, das macht natürlich viel, viel mehr Sinn, dass er das selber benennt. Und da bin ich dann mal ganz gespannt. Ich kenne das Video natürlich, aber für Sie dann vor dem Bildschirm viel Spaß beim Zuhören und ich glaube dann an die Regie, dann versuchen wir den Trailer jetzt mal zu starten. Bis gleich. Ja, hallo Günther. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, audiophilen Federstromschutzschalter zu entwickeln? Ja, da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Schon als Jugendlicher habe ich mich mit der elektronischen Tonerzeugung und auch der audiophilen Tonwiedergabe beschäftigt. Und ich hatte damals schon mit 2 Freunden zusammen herausgefunden, dass die Verkabelung in der HiFi-Anlage, also zum Beispiel zwischen CD-Player und Verstärker oder auch die Lautsprecherkabel, aber auch die Netzleitungen eigentlich keine unwesentliche Rolle spielen bei der Klangwiedergabe.
Und mittlerweile sind ja auch schon audiophile Netzkabel, Steckerleisten, Wandsteckdosen und auch Sicherungen, die sind ja am Markt schon erhältlich. Und die Lücke, die wir jetzt noch haben in der audiophilen Stromversorgung, das ist eigentlich der Fehlerstromschutz, der fehlt bislang. Und mir ist also aus Internetforen und auch vielen Gesprächen bekannt, dass viele HiFi-Begeisterte auf den Einsatz eines FI-Schutzschalters bislang auch verzichtet haben, aus klanglichen Gründen. Gefährlich. Und, ja, es ist eine gefährliche Angelegenheit. Es ist natürlich normativ auch vorgeschrieben, dass ich in Endstromkreisen ja auch ein FI eben halt auch einsetzen muss. Und ja, ich arbeite auch in zahlreichen Gremien, Normungsgremien der DKE mit und insbesondere auch Schutz gegen elektrischen Schlag. Und das war mir ja schon lange so ein Dorn im Auge, dass hier ausgerechnet so eine Sicherheitslücke eben halt auch besteht. Und ja, bei Döpke habe ich auch über 20 Jahre in der Entwicklung gearbeitet, also in der Entwicklung von in der Fehlerstromschutztechnik. Und habe dann im Jahr 2017 einfach mal den Vorschlag gemacht, wir machen mal einen audiophilen FI-Schutzschalter, eben halt mit dem Ziel, dass der sich möglichst klangneutral verhält und von der Motivation her eben halt auch, dass der HiFi-Begeisterte auch wieder einen Fehlerstromschutzschalter auch wieder verwendet. Ja, Günther, vielen Dank für die Beantwortung der ersten Frage. Du sagtest gerade, in der Entwicklung habt ihr an dem Produkt gearbeitet. Da ist meine nächste Frage, wie ist die Entwicklung eigentlich gelaufen und worauf hast du besonders geachtet bei der Entwicklung? Ja, also die Entwicklung, die hat eigentlich mehr oder weniger zu Hause stattgefunden, privat. Bei mir privat, ja. in der eigenen Verteilung. Und ja, es gibt mehrere Stellschrauben an so einem Fehlerstromschutzschalter, wo man dran drehen kann, die auch einen klanglichen Einfluss haben. Das ist zum Beispiel die Beschichtung der internen Leiter, also der Kupferleiter oder das Kupfermaterial selbst. Dann der Summenstromwandler mit dem magnetischen Kern, der hat natürlich auch einen Einfluss. Oder die elektronische Auswerteschaltung, das sind so Sachen, da kann man dran drehen. Und ich hatte dann mehrere Prototypen aufgebaut, ich glaube 8 Stück waren es da an der Zahl. Habe immer mal wieder was verändert und bin dann immer wieder in meinen Hörraum gegangen, habe das wieder angehört. Probe gehört. Immer wieder Probe gehört, Treppe rauf, runter, in anderen Prototypen wieder eingebaut, wieder nach oben gegangen, Anlage an, warm laufen lassen, wieder gehört. Und also im Endeffekt ist der Audio-FI eigentlich mehr oder weniger empirisch entstanden und nicht irgendwie aus einer Computersimulation, wie man das sonst vielleicht auch mit elektronischen Schaltungen macht. Ne? Und ganz wichtig dabei ist auch, mittlerweile, man muss sich von den 50 Hertz etwas lösen, die wir haben als Netzfrequenz. Wir haben auch sehr viele hochfrequente Störanteile mittlerweile auch im Megahertz-Bereich. Die sind hier sehr wichtig, die haben großen Einfluss. Und so absurd das auch klingen mag, aber selbst HiFi-Geräte mit einem internen Netzfilter, selbst da macht sich sowas noch klanglich bemerkbar, wenn ich in der Stromversorgung irgendwie etwas ändere. Und man muss sich auch klar sein, es gibt keinen wirklich idealen elektrischen Leiter. Ja, also auch, das ist so, der Widerstand ist überall da. Ich habe einen Widerstand, ich habe eine Induktivität, das ist immer nur eine Frage der Frequenz auch und, genau. und auch des Stromes und der Spannung. Und auch so ein FI, der hat ja auch eine gewisse Filterwirkung. Ja, Günther, vielen Dank. Du sagtest gerade die klangliche Wirkung. Da ist meine Frage, welche Rückmeldung haben wir denn schon von unseren Kunden bzw. Leuten, die den Audioschalter eingesetzt haben, bekommen auf in Bezug der klanglichen Wirkung des Federstromschutzschalters? Ja, da haben wir schon sehr viele positive Rückmeldungen erhalten, also auch persönlich, dass mich also auch Kunden angerufen haben, finde ich sehr schön. Und mittlerweile wird der Audio-FI ja auch schon im Internet in vielen Foren auch sehr positiv diskutiert. Und zum Vergleich, ist natürlich immer schwierig, das so detailliert zu erklären, aber ich versuche es mal mit einfachen Worten. Also das Klangbild wirkt brillanter, ich habe mehr Raumtiefe, mehr Raumbreite, ich habe mehr Details im Klangbild. Und man muss sich das so vorstellen, als wenn ich jetzt eine Brille auf hätte mit verschmutzten Brillengläsern. Also angenommen, ich hätte die jetzt auf und ich gucke jetzt mal aus dem Fenster. Ich würde eigentlich alles sehen. Da stehen jetzt verschiedene Fahrzeuge, da sind bunte Blumen, ich kann alles erkennen, die Farben sind da. Nur wenn ich genauer hinsehe, zum Beispiel das Kennzeichen von dem einen Fahrzeug, das kann ich nicht genau sehen. Wenn ich jetzt aber die Brille sauber machen würde, dann würde ich auf einmal auch das Kennzeichen erkennen. Also mehr Detail. Ich sehe also mehr Details. Ja. Und das ist im Prinzip eigentlich das. Und wir sagen nochmal, Ziel war es mal wirklich, dass der FI möglichst sich klangneutral verhalten soll. Ja, super. Ja, Günther, vielen Dank für das kleine kurze Interview und ja, viel Spaß noch.
Ja, jetzt müsste ich wieder zu hören und zu sehen sein. Ja, dieses Video haben wir vor der Sendung für Sie aufgezeichnet. Das wollte ich schon immer mal sagen. Und ja, ich darf Ihnen jetzt als nächstes noch einen kleinen Videoeinspieler einbringen. Und zwar hat dann im Anschluss, nachdem das Produkt dann fertig war und dann auch hier an unsere Kundschaft gegangen ist, haben dann die ersten Kundenrezensionen darauf gefolgt. Und da haben wir uns dann einen Spezialisten im Bereich HiFi, er stellt sich gleich selber auch noch ein bisschen vor, haben wir uns dann herangezogen und der hat mal unseren Schalter nochmal aus der Kundensicht einmal so ein bisschen erläutert und erklärt. Ja, Regie, Film ab, viel Spaß dabei. Ja, mein Name ist Götz Kelling Urban. Ja, ich komme eigentlich rein von der musikalisch interessierten Seite. Und zwar bin ich Konzertcellist, habe in Bremen und in England, in Huddersfield beziehungsweise in Leeds und London Cello studiert und bin lange Zeit Orchestermitglied hier in Bremen gewesen von der Kammersymphonie Bremen. Bis wir dann irgendwann in die Schweiz gezogen sind, meine Frau und ich. Und ich da mehr oder weniger als erfahrener Musiker und HiFi-Nerd mit einem Jobangebot bei der Intellihome AG rausgegangen bin, weil die damals eben sehr wenig Fachwissen über Anlagen, Verkabelungsgeschichten und so weiter hatten und habe dann damals die Leitung der HiFi-Lounge übernommen in Bar Zug, im Kanton Zug in der Schweiz sind dann 2016 wieder zurückgekommen nach Bremen und da hat mich ein Hersteller von Lautsprechern, der Thomas Fischer, angesprochen und gesagt, sag mal, wenn ihr wieder nach Bremen geht, ich habe da aktuell keinen Händler, ob ich nicht da Interesse dran hätte, das zu tun. Und das war für mich eigentlich der Startschuss in HiFi-Dealen, unsicheren Zeiten, doch mal zu versuchen, ein Geschäft aufzubauen. Was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass das Klangbild deutlich präsenter im Raum gewesen ist. Also es war mehr Energie vorhanden, das Klangbild war aufgeräumter, freier. Die Ortbarkeit der Instrumente, gerade so in ihrer räumlichen Darstellung und realistischen Größe, war ja wesentlich nachvollziehbarer als vorher. Das Timing bzw. der musikalische Fluss der Aufnahme entsprechend für den Zuhörer realistischer und nachvollziehbarer. Letzten Endes reden wir über eine Klangverbesserung, die meines Erachtens nach das Geld wert ist. Aber man kann natürlich dem Kunden die Entscheidung nicht abnehmen, ob er das tatsächlich macht und umsetzt. Empfehlen werde ich es auf jeden Fall. Ja, auch das mal eine schöne Resonanz, hat uns damals sehr gefreut, dass wir dann auch mal aus der Kundschaft schon, ja, ich sag mal, die ein oder andere Resonanz bekommen haben. Des Weiteren findet man bereits im Netz natürlich auch sehr viel. Die audiophilen Menschen, die sich in diesem Bereich bewegen, sind stark vernetzt übers Internet. Und da haben uns auch schon aus diversen Ländern in der Welt, in Europa, auch schon Rezensionen empfangen, wo zum Beispiel der Schalter in Spanien und auch in Rumänien und Polen damals verbaut wurde. Und auch dort kommen von den audiophilen Menschen tatsächlich die Resonanzen sehr positiv bei uns an. Ich hoffe, wir konnten damit so ein bisschen Voodoo abstellen. Ein bisschen weiter geht's jetzt noch. Ich darf Sie noch einmal darauf hinweisen, auf unsere Seite Döpke Digital. Immer noch brandaktuell, auch zu Corona-Zeiten. Dort finden Sie alles, was wir im Moment oder in den letzten 1,5 Jahren digital für Sie zur Verfügung gestellt haben. Themenstände, Vorträge, Schulungen. Dort haben Sie die Möglichkeit, uns direkt, auch die Mitarbeiter aus der Verkaufsförderung, aus dem Marketing, aus dem Vertrieb direkt anzuchatten, anzusprechen, wenn Fragen zu den jeweiligen Produkten sind. Ja, besuchen Sie uns gerne einmal auf Döpke Digital. Sie finden den Link jetzt auch auf unserer Internetseite döpke.de. Dort können Sie direkt einmal rüberspringen zur Döpke Digital. Einmal Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und schon kann es losgehen. Ja, würde uns freuen, wenn Sie dort einmal vorbeischauen und sich vielleicht noch über das eine oder andere Thema informieren. Unter anderem auch über Audio oder auch natürlich andere Schalter aus unserem Hause.
Diese Aufzeichnung von heute, wie auch die von heute Vormittag und die, die schon in den letzten Monaten gelaufen sind, finden Sie natürlich auch auf unserer Internetseite, aber auch auf unserem YouTube-Channel. Das würde uns freuen, wenn Sie gerne, oh, jetzt bin ich einmal zu weit gegangen, wenn Sie dort gerne mal vorbeischauen und lassen Sie gerne ein Abo da, aktivieren Sie die Glocke, dann bekommen Sie auch immer eine Info auf Ihr Smartphone, wann das nächste Video wieder live gestellt ist. Ja, jetzt darf ich Stefan nochmal dazu holen. Und vielleicht hat sich ja noch die ein oder andere Frage ergeben. Ich schaue mal ins Display. Bis jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, wenn Sie gerne noch die ein oder andere Frage haben, stellen Sie gerne noch die ein oder andere Frage. Und ich weiß nicht, Stefan, hast du noch was zu ergänzen? Habe ich was vergessen? Ja, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Vergessen hast du bestimmt nichts. Aber wir haben eigentlich auch gar nicht, warum wir den schwarz gemacht haben. Und schwarz ist natürlich so eine Farbe für alles, was im Bereich Veranstaltungstechnik sonst ja auch eigentlich so ganz hip ist und ganz weit vorne. Und ich finde den einfach, eigentlich könnten wir den immer so, also ich finde ihn rein optisch schon ansprechend. Ich weiß auch nicht, ob die Personen, die solche tollen Produkte dann irgendwo, leider verschwindet so ein Schalter dann ja irgendwo hinter einer Tür, aber da gibt es natürlich auch technische Möglichkeiten, da das Ganze vielleicht auch optisch nach vorne zu holen. Aber das ist so eine Fantasie für mich. Ich muss einfach sagen, klar, das war ja der Eingangstrailer, wo der Herr Grün was sagt, pass auf, viele Steckdosen lassen sich dann wirklich die Endkunden den Schalter, den RCD rausbauen durch die Problematiken. Dass die jetzt eine Lösung sein kann, wurde jetzt ja gerade ausführlich dargestellt. Ich kann das Ganze nur bestätigen, weil ich sonst ja sehr oft ja auch mal Anrufe bekomme, dass die Leute sagen, pass auf, gerade bei Typ B, der Erwischungsschalter funktioniert nicht, der löst aus. Und hier kriegen wir dann wirklich mal positive Rückmeldungen, in Anführungsstrichen, dass das die Anlage, die dahinter ist, wirklich besser klingt. Ich hätte das so auch für mich im ersten Step nicht erwartet. Aber es ist so und das ist jetzt kein Tausende von Stück, die wir da jetzt jeden Tag ja von fertigen. Aber das passt halt in die Gesamtstruktur bei Döpke. Wir sind ein Spezialist im ganzen Bereich der Federschirmschutztechnik. Und das ist eines unserer Produkte, was natürlich genau in diese Spezialistentum passt. Und ein weites Standbein in unserer Familie der RCDs. Das war eigentlich noch so die Idee, die ich dabei hatte. Und das mit dem Voodoo wird dementsprechend hier auch schon nicht mehr hinterfragt. Und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen Aufklärung in dieser halben Stunde ein bisschen vermitteln konnten. Jo, und wer dann aus den Vertretungen und so weiter noch mit dabei ist, dieses Video steht dann ja auch zur Verfügung. Ja. Wir haben noch eine Frage bekommen. Wird das TV-Bild auch besser? Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Es wäre auch noch mal eine Frage, die wir auch mal weiterleiten könnten an unseren Günther Grünewast. Da gab es schon mal Ideen. Allerdings muss man da, glaube ich, auch wirklich darauf achten, womit und wie man Fernsehen guckt oder wie man TV schaut und mit welchen Wiedergabegeräten. Aber da fällt mir noch was zu ein. Es gibt ein Thema, auch bei den Fernsehanstalten, klar, Pixelauflösung, Bildschirm und allen solche Sachen. Aber da traue ich mich noch nicht so richtig mit Ja oder mit Nein zu antworten, weil mir da eigentlich noch so ein paar Erfahrungswerte fehlen, wo wir aber dabei sind, Rückmeldungen von den öffentlichen Rechtlichen zu bekommen. Die sind dabei, das zu checken und zu testen. Es gibt wirklich, dass man das messen kann. Dafür haben wir die Technik nicht. Das ist genauso wie hier, ist keine wissenschaftliche Auswertung zu gibt, sondern am Ende des Tages geht es hier ja auch um das Hören und bei den Bildschirmen wäre es dann das Sehen. Und meine Frau sagt, ich muss die Brille eigentlich öfter aufsetzen. Gut, wenn ich das auch erhöhe, vielleicht hier, dass die Spannungen da besser an so ein Bildschirmgerät kommen, dann kann das aber für mich selber auch nochmal wieder ein Unterschied sein. Das kann und am Ende des Tages natürlich jeder für sich selber nur einschätzen, wie erfolgreich dieses Hilfsmittel dann sein kann. Aber daher bin ich mit dieser Aussage durchaus noch ein bisschen vorsichtig. Aber Volli, so wie ich dich kenne, wirst du dann, sollte das der Fall sein und wir da positive Rückmeldungen haben, werden wir uns auf diesem Kanal bestimmt dann nochmal wieder zu melden. Finden wir raus. Ja, weitere Fragen sind bis jetzt nicht aufgetaucht. Wir haben unsere halbe Stunde als Ziel erreicht. Ja, freuen uns, dass Sie so zahlreich zugesehen haben. Ich fange dann mal an, mich zu verabschieden. Ich freue mich, wenn wir Sie das nächste Mal bei der ein oder anderen
Döbke-Akademie wieder begrüßen dürfen. Die Termine für den Oktober werden jetzt in Kürze wieder auf unserer Internetseite bekannt gegeben. Und dann melden Sie sich gerne wieder an. Sollte der ein oder andere dieser Aufzeichnungen jetzt, wir haben vorhin mal gesehen, dass mittendrin mal der ein oder andere Besucher noch dazu kam. Sollten Sie das jetzt nicht ganz von Anfang an verfolgt haben, hatten wir ja gerade gesagt, die Aufzeichnung steht in Kürze zur Verfügung. Ja, mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen von meiner Seite. Schönen Nachmittag noch und tschüss, Stefan. Ja, ich sage auch nochmal vielen Dank für die Zeit und wir hoffen, Sie demnächst wieder bei Döbke begrüßen zu können. Bis bald und schönen Nachmittag. Tschüss. Tschüss.